schießen? Ja, geht. Nein, jetzt hüpft's ja noch mehr. Oh Gott, ich bin doof. Hier sind keine Seerosen mehr. Hier ist noch eine Seerose. Hier ist ein Tintenfisch gesterbt. Okay. Hier sind auch keine Seerosen mehr. Hatten wir noch irgendwo ein Sumpfgebiet? Nicht, dass ich mich erinnern könnte, oder? Hier, das schaut noch aus wie so ein komisches abgeschnittenes Sumpfgebiet und hier ist dann irgendwas anderes. Hier war doch noch Sumpf, oder? Ja. Boots. Boots. Dann haben wir eigentlich angefangen aufzunehmen. In die Richtung... Okay, Sechse. Ich will ja nur nichts sagen, aber ich glaube, in die Richtung bin ich noch nie gegangen. Das kommt mir so extrem unbekannt vor. Wir sind schon Richtung Schneegebiet ausgegangen, in die Richtung hier. Da habe ich ja das Schloss entdeckt. Papa, es gibt ein Schloss. Achso, das Schloss. Sie ist blond. Ich schieb's jetzt da drauf. Ja, natürlich. Und wir haben in die andere Richtung erkundet. Da haben wir unsere Sandwüste, wo wir den ganzen Sand holen. Wir haben... Aber in die Richtung hier haben wir noch nie... Hier so schräg rüber? Noch nie! Jetzt hätte ich ein Stack genau. Also wir wissen hier, Sumpfgebiet. Hier gibt's noch Seerosen. Können wir ja nochmal holen. Im Notfall, falls es nicht reichen sollte. Aber es wird nicht reichen, das weiß ich schon irgendwie. Das weiß ich schon. Jetzt gehen wir mal an unserer Dorfmauer vorbei. Ich weiß nicht, was ich mir hierbei gedacht habe. Die gefällt mir irgendwie sowas von überhaupt nicht. Vor allem hier habe ich die dann anders gebaut als hier. Warum habe ich die hier so gebaut? Kann mir das mal jemand erklären? Oh, ja, ja. Wisst ihr was? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mir mal einen Rucksack zu snacken. Und die ganze Mauer runterzureißen. Die ganze Mauer. Die gefällt mir irgendwie nicht. Sowas von irgendwie überhaupt nicht. Zumindest nicht mehr irgendwie. Ich habe irgendwie Scheiß baut. Und oder wir machen eine Steinmauer. Wäre natürlich auch cool. Aber wohin dann mit dem ganzen Holz, was wir dann kriegen? Das ist echt viel Holz, was wir da reingebaut haben. Außerdem alles aus Stein ist dann auch irgendwie übertrieben. So und zwar... Ja gut, das ist jetzt die Frage. Ich habe hier einen Dreierweg. Das ist natürlich mal wieder super von mir gemacht. Ich habe einen Dreierweg. Ich mache jetzt einfach mal hier so. Zack, 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 zack. Hier rüber. Dann hätten wir mal hier einen Seerosenweg. Hier rüber. Oh, da sind ja auch noch Seerosen. Die ist sogar genau richtig im Weg. Hier, zack, zack. Die hole ich mir. Die sind hier so richtig schön im Weg. Beziehungsweise schön nah dran hier. So. Da habe ich fast einen übersehen. Die hole ich mir auch. Es überlegt, hole ich sie mir, hole ich sie nicht. So. Und wieder zurück. Hier ist unser Seerosenweg. Oder heißt schon... Nee, Seerosenblatt. Stimmt, ist ja keine Blume dabei. So. Gehen wir hier rüber. Dann haben wir hier einen super Weg. Zack. Hier. Für rückwärts, glaube ich, wird es nicht mehr reichen. Nein, auf keinen Fall. Nein. Aber fast die Hälfte. So viel fehlen uns nicht mal. Dann hätten wir hier auch so einen schönen Weg. Interessant.
Es fehlt uns nicht mehr viel. Ja, dann holen wir uns das noch. Wenn es nicht mehr viel fehlt. Schaut irgendwie komisch aus auf der Karte, wie so ein Strich durchgezogen, aber naja. Kann man nichts machen. Kann ich hier eigentlich hochklettern? Nein. No. Juk, juk. Dass man so an Lianen nicht hochklettern kann, das wäre cool. Könnte man eins auf Tarze machen. Ja. Oder wie macht der? Wie macht denn der? Hier haben wir Arsch aus einem Messerküstenteil, ey. Ui, ui, ui. Irgendwie gefällt mir das gar nicht mit den ganzen Messerküsten. Zumindest ein paar will ich da noch ausändern, ausradieren, auslöschen. So Messerküsten. Welche, die machbar sind. Und nicht Jahrhunderte brauchen. Hier ist doch ein Sumpf. Hier, was haben wir echt noch nie erkundet? Da lege ich meine Hand ins Feuer für, dass wir hier noch nicht erkundet haben. Da ist noch ein... Ach. Da ist noch ein Dschungel. Da hinten geht der Sumpf weiter. Uiuiuiui. Uiuiui. So, Seerosen. Blätter. Ich habe gerade eine Spinne gehört. Nein, Seerosenblatt, verlass mich nicht. Da, noch ein Seerosenblatt. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar. So. Jetzt ist hier nichts mehr. Scheiße. Wo gehen wir dann hin? Hm, ist das ein Dungeon? Da ist der Sand eingefallen? Nein. Ist das ein Dungeon? Was? Egal. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass es dann genau an einem Seerosenblatt scheitern wird. Ich baue dann auf jeden Fall noch in der Aufnahme meine Brücke zu Ende. Also. Ja, die bauen wir noch zu Ende. Seerosenblätter. Naja, laufen wir mal zurück. Ich sehe gerade nicht gerade keine mehr. Ansonsten hätten wir auch noch zwei im Lager, aber jetzt, wo ich es gesagt habe, wird es genau nicht reichen. Bestimmt. Brauchen wir 16. 15 haben wir, 16 brauchen wir. Hundertprozentig. Aber nur, weil ich es gerade gesagt habe. Ansonsten hätte es gereicht. So. Denn. Wir kürzen mal ab und zwar hier so rum. Zack, zack, zack. Und zwar jetzt müssen wir auf der Messerküste oben rauskommen, oder? Hier. Hier ist der Abschnitt. Ja. Genau. Hier kommen wir jetzt raus, Messerküste. Es schaut auch auf der Karte einfach übelst wie durchgezogen aus. Ich mag sowas nicht. So, und hui. Oh, da hätten wir sogar noch zwei. Die nehme ich mir mit. So. Wo habe ich meinen Weg? Hier habe ich meinen Weg. Es reicht um mehr nicht. Womit? Ja, wir gehen Samstag essen, wenn meine Mutter nicht Angst hat vom Autofahren wieder. Weil sie schon wieder Glätte angesagt haben. Oh mein Gott. Hi, ich. Ja, sie mit ihrem Audi. Du weißt, wie sie ist. Wieso fällt dein Vater nicht? Ist Automatik, mag er nicht. Nein, mit seinem. Ach so. Gute Frage. Oder halt damit. Putz. Dann möchte die Mutter trotzdem nicht fahren. Könnte ja was passieren. Ja, meine Mutter ist leicht ängstlich. Waren wir schon mal in der Höhle hier drin? Schaut so. Na doch, da leuchtet's. Also ja. Leuchten, das war das Stichwort. Was möchtest du uns damit sagen? Das ist... was möchtest du uns damit sagen? Erinnert mich irgendwie an einen Livestream.
da ist eine Gummipuppe. Hä? Was willst du uns damit? Irgendwie sowas mit Gummipuppe oder irgend sowas. Ja, hat er was gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich, hä? Was willst du uns damit sagen? Ja, haha, was will ich denn damit sagen? Hä? Hinter dir steht eine Gummipuppe. Ich drehe mich um. Was steht da? Der Kratzbaum mit einem Teddy drauf. Hat er echt durch die Kamera gedacht, das ist eine Gummipuppe. Ist auch nicht schlecht. Es ist auch nicht schlecht. So, zack, 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 zack. Machen wir mal bis daher. Zack, zack. Zack, zack, zack. Hör auf mich zu schießen. Da kam die Rache. Da war er tot. So, und da auch das gleiche. Und zwar hier. Gut, ist natürlich irgendwie... Wo? Ich sehe nicht. So. Mal bis hierher. Das trifft sich irgendwie ganz gut mit dem Pfeiler, nämlich. Zack. Zack. So. Und dann mache ich hier das gleiche drüben auch nochmal bei einem Pfeiler. Und zwar, jetzt machen wir zack, zack, zack. Erstmal hier rüber. Bisschen zack, zack. So eine Art Bogenstruktur will ich da wieder hinkriegen. Wenn ich hinkomme. Okay. Zack, geschafft. Okay, jetzt hat hier... Hep, 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 hep. Quatsch, was mache ich dann? Ich muss es doch anders bauen. Und zwar... Zack, zack, zwei. Ich mache mal Dreierbögen. Müsste schon irgendwie aufgehen, wenn ich einen Dreierbogen mache. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, das geht zumindest auf. Dann wären jetzt hier drei. Drei wären jetzt hier. Dann wäre hier wieder der erste. So. Hallo Schweinchen. So. Und hier wäre das dann. Doch, doch. Das haut hin. Das haut hin. Ha, haut echt hin. Cool. Und jetzt ist hier dann unten wieder. So. Jupp. Yep. Haut ganz gut hin. Den Zaun hatte ich ja eigentlich mitgenommen für was anderes. Jetzt wird es hierfür verwendet. Weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das andere mache. So, jetzt haben wir hier einen schönen Bogen. Das gleiche müssen wir natürlich hier drüben auch noch machen, denn ich bin im Wasser gelandet, da komme ich auf keinen Fall mehr hin. Zack, 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 zack. Und zwar, ui, Mist. Zack, zack, so. Wie kannst du sterben? Weil ich nichts gefressen habe, keine Fackeln, kein nichts. Weil du nichts gefressen hast, keine Fackeln, kein nichts? Du isst Fackeln? Ja, weil ich keine Fackeln habe für nichts. Stirbst du? Du stirbst doch nicht. Das ist noch mehr als genug Herzen. Frauen immer übertreiben bei allem. Hau halt mit deinem Schwert drauf. Und ist es tot? Wieso Ed's vor allem? Ich habe deinen Monitor nicht im Blick. Ja, ich weiß ja nicht, was dich angreift, deswegen S. So, Brücke. Schauen wir mal, wie die Brücke ausschaut. Nein. Du lebst. Ach, du bist ins Wasser gefallen. Und dich erledige ich auch. Schaut aus wie eine Brücke. Auf jeden Fall besser als zuvor. Ja, besser als zuvor. So, dann. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier mache. Ich weiß es einfach noch nicht.
Ich weiß es nicht. Na, jetzt ernsthaft, ich weiß es wirklich nicht. Naja, also zumindest hier die. Doch, ich weiß es. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ideen hoffen gut. Und zwar, dass er eh schon ein bisschen steinig ist und alles. Wenn. Ja, so mache ich das. Das verrate ich noch nicht. Das verrate ich noch nicht. Übrigens, was haltet. Also, jetzt wird es eh wieder so fast werden. Was haltet ihr davon, wenn ich die Folge nicht so mittendrin den Cut mache, sondern so zögerlich circa. Es ist immer beim Schneiden dann halt irgendwie, naja, wie es halt zusammenschneid. Oder zusammenschneid geschnitten bekommt, so schön. So circa dann immer bis zu einem Ende von der Folge aufnehmen. Oder halt so Pi mal Daumen immer, dass es das Ende wäre. Nee, den Bogen will ich nicht halten. So circa Pi mal Daumen, dass es das Ende wäre. Und dann so eine Verabschiedung mache und alles. Also das will ich jetzt mal so ein bisschen durchziehen. Das letzte Mal habe ich es ja auch schon etwas angefangen, beziehungsweise gemacht. Ich habe noch Schwarzpulver. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich das vielleicht so weitermache. Und ja, was ich dorthin bauen werde, meine Idee, würdet ihr dann, ich räume jetzt wirklich noch auf und repariere mein Zeug, würde ich euch dann in der nächsten Folge verraten, also in der nächsten Aufnahme und in der nächsten Folge, ja, da haben wir auch ziemlich viel. Ich lasse mich gerade viel zu leicht ablenken. Aufnahme und Folge verraten. Und dann würde ich sagen, ich kann doch nicht sagen, wir sehen uns. Weil ich muss erstmal mein Zeug reparieren. Ich repariere, das habe ich ja auch mal gesagt. Und zwar, zack. 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 So, einfach alles mal reparieren. Das kostet zwar ziemlich Levels. Aber es geht. Oh, von 52 auf Level 33 runter. Ui, ui, ui. Jetzt sind wir noch Bogen auf Level 20 Level. Hat uns das Reparieren gekostet. So. Duck, 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 duck. So, aber jetzt, das sage ich. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge nämlich unseren Hafen da etwas weiter und legen schon mal den Grundstein für den Spawner auf der anderen Seite. Oder worauf ich gerade an Lust habe. Vielleicht gehe ich auch mal wieder ein wenig ins Strip gehen, weil wir ziemlich viel Kies brauchen für Wege. Die ja hier aus Kies sind. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Tschüss!